Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Ja, heute machen wir was ganz Tolles. Ich habe nämlich was gesehen. Wird vielleicht den einen oder anderen jetzt nicht so gefallen. Na, na, Belohnung. Hust, hust. Ja, das nehmen wir jetzt mal so in den Angriff. Wir haben zwar hier auch den Hauptauftrag, aber ich würde jetzt potenziell mal den Auftrag verfolgen. Zentauren, den müsste ich auch mal machen. Das habe ich jetzt auch abgeschlossen, da muss ich nur noch auf Moon warten. Wahrscheinlich muss ich die Hauptquest einfach weiterspielen, dass sich der wieder meldet. Und das hier müssen wir auch mal irgendwann mal machen, wenn ich Lust habe. Und ja, wohin müssen wir? Wir müssen doch hier garantiert... Hä? Wir müssen... Okay, okay. Ich dachte jetzt... Okay, ich dachte jetzt eigentlich, wir müssen ganz woanders hin. Also in Hogwarts, aber scheinbar. Okay. Dann halt so. Mysteriös und beunruhigend. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Ja, nichts. Keine Ahnung. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Ja, wir sollten uns warten. Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Sorry. Gut, dass du da bist. Jetzt ganz kurz, dass ich hier jetzt kurz mal einsteigen muss. Was sie wieder sagt, ist ein bisschen falsch. Er hat ja niemanden in Gefahr gebracht, nur weil er sie jetzt mit was war das, Imperio gerettet hat, in Anführungszeichen. Ja, na? Red mal. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Ich... Und schau, wo wir jetzt sind. Ich... Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ja. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Inferi? Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen. Okay, dann ist das gemeint, was da drin ist, was potenziell rauskommen kann. Aber ich dachte, wir waren doch da schon in der Katakombe drin. Ja? Also da war ja nichts. Eigentlich. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen... Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Eben. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Komm mit, kleiner Voldemort. Accio. Accio. Ja, alles leer hier. Ja gut, dann laufen wir halt mal runter, na? Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne, in der großen Halle. Also Zombies? Meint ihr Zombies? Ich sehe nur Zombies. Sind doch nur Zombies, Leute. Das ist bitter, ehrlich. Sind wir doch nur alle... Aua! Anzünden! Alles schon tot? Easy. Revelio. Na, wo? Rechts, links, geradeaus? Du bist im Labyrinth. Zuletzt waren hier nicht so viele in Feri. Und keine Spur von Sebastian. Man kann die auch einfach Zombies nennen, weißt? Komm mit her, kommt her, kommt her. Alle schon anzünden. Eigentlich wollte ich den hier machen von Ringo. Dann hier ein bisschen mehr. Incendio. Stein mal ins Gesicht schmeißen. Noch einen Stein schmeißen. Noch einen Stein schmeißen. Alles hier anzünden. Feuer ist wirklich das Einzige, was diese Bestien hier aufhält. Oh, Omnis!
und Steine schmeißen. Das wirkt irgendwie bei jedem. Und Stein. Und Stein. Alles tot? Oh ne, hier ist er. Contringo. Und schneiden. Hilft auch immer. Alter, wie viele Channel. Ich kann die gar nicht alle verarbeiten. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Oh Gottes Willen, Hilfe. Sei vorsichtig. Wie, wenn man schon sieht, dass das solche Viecher rauskommt, wie kann man da N retten? So, sorry. Hirngeschissen oder wie? Ehrlich, jetzt wirklich mal, ja, na? Also jetzt mal Butter bei die Fische hier. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Bombarde. Ah, nee, dann... Bis wir, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ah ne, hier geht's wieder raus. Dachte ich mir, das war der Gang. War ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil der jetzt wieder verschüttet ist. Ah, Verwirrung pur hier. Da war auch noch was. Da. Rebellion. Boah. Warum glaube ich nicht alles aufsammeln? Ja, dann gehen wir halt weiter in den Bau. Wie viele Inferi sind hier? Das Lustige finde ich auch. Ich war 2,3 Sekunden im Spiel und habe direkt so Zombie-Viecher gesehen. Die habe ich direkt angegriffen. Ich war unvorbereitet. Müssen wir ganz hier hinten hin? Die Inferi. Sie sind überall. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wo wir jetzt hin müssen. Erstmal alles anzünden. Topf. Und noch ein Topf. Aua. Contringo. Ich glaube, hier sind wir falsch, habe ich irgendwie das Gefühl. Das Coole ist, wir kriegen hier ultra billig super viele Totenschädel. Vielleicht ist natürlich jetzt alle voller Viecher. Aber die sind jetzt auch nicht sonderlich schwer. Die waren früher etwas schlimmer, wenn man noch keine Ausrüstung jetzt hat. Jetzt kann man die noch nicht so abmurksen. Okay, also hier war falsch. Schädel. Übertreibt halt. Also Incentio ist Bombe mit dieser Auflevelung. Und auch der andere Zauberspruch. Contringo mit dieser Doppelanzündung braucht man bei sowas. 140 XP einfach so. Super toll. Incentio. Ich glaube, wir müssen einfach weitergehen. Ich habe irgendwie jetzt ganz das Gefühl. Aua! Gut. Entweder jetzt darunter, was ich schätze, oder
Linsenland? Oder kommen wir von da? Ich weiß es gerade nicht. Wo kommen wir? Achso, hier nicht. Hab ich. Hier, mitnehmen. Ah, da oben ist der kleine Frosch. Knochen, Knochen, Knochen zum Bauen. Oh, der Meißner. Oh, wir schaffen das. Da, da, da. Ey! Na komm, bau es doch hier einfach hin. Jetzt willst du. Da, hier so ran. Hopp. Geh doch ran! Jetzt. Oh, manchmal ist es schon schwer vom Begriff, dieses Game. Klack, 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 klack. Da ist Sebastian. Alles gut mit dir? Moment, ich komme gleich wieder. Ich habe das Gefühl, da kommen 10 Millionen Leute. Okay, kommen wir nicht durch. Warum? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Wo? Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Akio-Relikt. Ich habe jetzt gerade gar nichts getan. Warum bin ich jetzt wieder der Schuldige? Das Relikt! Das wirst du büßen! Was ist jetzt hier los? Was ist jetzt hier los? Jetzt mal ganz ehrlich. Sorry, aber Hilfe. Ich mache jetzt kein Crucio mal gegen den. Ich will jetzt hier wirklich mal als der gute Boy da stehen. Aua! Warum ich? Ich verwandle eigentlich nur mal schnell, weil ich lustig bin. Hier, das Teil hier. Oh mein Gott. Ah. Ich mach vor allem nichts. Warum bin ich hier immer. Warum. Ja, das muss hier nicht sein, Junge. Warum muss ich jetzt hier der Leidtragende für alles sein? Warum? Warum schießt du mich ab? Hör doch mal auf. Ich. Mach hier nicht mal was. Alter, ist das. Oi. Oh mein Gott. Alles anzünden hier. Oh mein Gott. Einmal hier in Luft. Sorry. Einmal hier. In Flammen setzen. Oh mein Gott, Hilfe. Ich sehe hier nichts. So es passiert zu viel. Zünde doch alle die an, ey. Oh mein Gott. Oh, aufpassen, ich will jetzt hier keine schwarze Magie unnötig verwenden. Incentio. Für so ein Aura oder was auch immer er war, kämpft er wirklich schlecht, wenn ich das mal sagen darf. Ich spiele auf normal, also. Ich glaube ja nicht. Vom spielt er schlecht, kämpft er schlecht. Keine Heilung, Sebastian.
Hör schon auf! Ich lasse sie nicht leiden! Avada Kedavra! Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Der steht nicht mehr auf. Das war Anne? Warum hat die so ein cooles Sendio? Ja, sorry, tut mir jetzt leid, ist sehr tragisch, aber. Ja, das auch haben. Oha. Also Avada war ein bisschen Overkill, ganz ehrlich. War wirklich mehr als Overkill. Was hast du getan? Was hast du getan, Junge? Auf einem Wehrlosen einfach Avada Kedavra wie die Ktibi zu machen, ist ein bisschen Matsch. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Junge, bleib doch stehen! Rebellio. Hallo! Ah, Mann! Ach, Mann! Was ist denn Hilfe? Sebastian, warte! Aber das war einfach too much. Junge, bleib doch stehen! Moment, ich bin Zauberspruch. Arresto, Moment! Avada war echt ein bisschen too much, Junge. Halt, Sebastian. Warte. Hallo, bleib stehen. Bleib doch stehen. Sitz. Sepp, sitz. Ach, Mann. Hat er sich aufgelöst, dematerialisiert. Ich glaube, Sebastian kommt jetzt eine Weile in den Knast, habe ich das Gefühl. Forever. Was ist denn? Junge, bisschen zu viel. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin, innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Jeder sollte ihn... Also kennt sollte ihn jeder, ne? Aber... Ah, Gott... Niemand sollte diesen Fluch kennen. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig. Das wollte ich auch nicht sagen! Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Bruder. Ich habe das Richtige. Das will ich doch gar nicht sagen! Ich hätte dasselbe getan. Hätte ich... Wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Kann ich irgendwie laden, oder... Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche. Das will ich nicht sagen. Hallo? Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet: Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Avada Kedibi. Das wollte ich nicht sagen! Ich will jetzt wirklich das nochmal laden. Aber ich... Da, Junge, wie... Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian.
Bitte. Oh, Nis kann jetzt auch nichts mehr machen, du hast jemanden umgebracht. Treffen wir uns später in der Krypta. Der zufälligerweise. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian. Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Sah anders aus. Dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Nein, das... Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch, Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Omnis, wollen wir ihn nach Azkaban stecken? Er regt mich eh schon die ganze Zeit auf. Sorry, ist jetzt sehr böse. Na, er hat unser Vater Kedivi gelernt und so, ne? Aber. Das ist schon ein bisschen, na? Ominous. Eine Katastrophe. Ja. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir dürfen Sebastian nicht verraten. Was machen wir jetzt, na? Weil er ist schon sehr, also wirklich sehr unkontrolliert. Also wirklich, wirklich sehr unkontrolliert. Von wie man darauf kommt, dass das Zombie-Leute irgendwie denen helfen, weiß ich jetzt auch nicht, ganz ehrlich. Aber auch so, was er die ganze Zeit getan hat, sehr unkontrolliert. Ich sag nicht, wenn jemand böse ist, dann soll er böse sein. Aber der ist einfach nur ein Chaosbündel, ne? So böse es klingt jetzt, ne? Totales Chaos, weil es war unnötig, Avada Kedivi da zu machen, zu den Typen. War einfach unnötig. Hat eh schon gewonnen, er war am Gewinn. Das war einfach unnötig. Ich glaube, ich mach so. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Ich hab's mir anders überlegt. Ah! Also das Spiel ist schon gemein. Ach komm, scheiß auf Sebastian. Wir haben jetzt Omnis. Opa Voldemort. Der ist viel krasser. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt, aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt. Wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Oha. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch rauskommt. Ja, aber ganz ehrlich, das ist einfach wirklich ein gutes Stück zu weit. Ja? Vor allem, wenn man nicht so eine Macht hat wie Voldemort oder wen auch immer, na. Ist einfach zu viel. Und ja, ich würde auch sagen, in diesem Sinne bedanke ich mich dann auch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß gehabt. Was hättet ihr getan in dieser Situation? Sebastian ausliefern oder nicht? Ich denke mal, ich bin mit dieser Entscheidung zufrieden. So dumm es klingt. Weil es war einfach too much. Es ist halt wirklich zu sehr eskaliert.
Und ja, es heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Sebastians Onkel irgendwie verteidige, ne? Das war jetzt auch nicht so unbedingt richtig, was der die ganze Zeit gemacht hat, aber ja, das hier war einfach too much, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!